Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Einträge aus dem Startmenü endgültig verweisen können. Ich meine die hier, wenn Sie zum Beispiel ein Programm drin haben, was Sie nicht hier drin haben wollen, beispielsweise bei mir jetzt den Hilfsprogrammmanager oder die Systeminformation, geht beispielsweise in dem Fall immer Rechtsklick aus Liste entfernen. Nur wenn Sie den Eintrag anwählen, wird der zwar entfernt, aber beim nächsten Start bzw. bei der nächsten Aktualisierung, beim nächsten Aufruf des Programms wird das Ganze wieder hier reingeschrieben. Damit Sie das Ganze für immer rausbekommen, also dass das Ganze nicht mehr reinkommt, müssen wir in die Registry und da einen kleinen Eintrag vornehmen. Ich nehme es hier als Beispiel den Hilfsprogrammmanager. Und dafür müssen wir erstmal herausfinden, wie das Ganze überhaupt heißt. Deswegen machen wir Rechtsklick auf Ihr entsprechendes Programm, auf Eigenschaften und jetzt suchen wir hier hinten den .exe raus. Also in dem Fall wäre das utilman.exe. Die kopieren wir uns einfach in den Zwischenspeicher. Das hier hinten nicht, das brauchen wir nicht. Es reicht uns allein das hier. Dann gehen wir auf OK. Dann öffnen wir unsere Registry mittels Ausführenfenster. RecEdit eingeben und dann müssen wir auf folgenden Pfad, schließe das Ganze mal wieder, damit ich Ihnen das zeigen kann. Gut, wir müssen auf Haki Local Machine, dann auf Software, auf Microsoft, auf Windows, auf Current Version, auf Explorer, der dürfte ziemlich oben sein, hier oben ist der, und dann auf File Association. Und hier haben wir rechts den Eintrag Add Remove Apps. Dann gehen wir drauf, Rechtsklick ändern, und jetzt bekommen wir so eine lange Zeichenfolge, und das sind jetzt alles die Dateien, die nicht in Ihrem Startmenü hier auftauchen dürfen. Und da wir wollen, dass unser Hilfsprogrammmanager jetzt hier nicht aufgelistet wird, machen wir einfach ganz hinten am Ende der Liste ein Semikolon, das ist dieses Komma mit dem Punkt oben drauf, und dann fügen wir einfach unser Programm bzw. unseren Programmnamen ein. Ist jetzt völlig egal, ob der groß oder klein geschrieben ist. Gehen hier wieder auf OK, können das Ganze schließen, und jetzt ist das Ganze logischerweise immer noch da. Warum? Weil der Explorer noch keine Aktualisierung hinter sich hat. Das heißt, erst wenn der Explorer wieder aktualisiert wird, geht das Ganze. Oder wird das Ganze übernommen. Jetzt kann man den Explorer natürlich auch zwei verschiedene Arten aktualisieren. Einmal geht das über den Task Manager, einfach den Prozess abschließen und neu starten. Oder wir machen es jetzt über die Alternative. Ich gehe hier mal auf Anpassen. Sage einfach hier übernehmen oder ich ändere das Ganze jetzt hier mal. Gut, groß ändern tue ich jetzt hier wirklich nichts. Aber von dem her übernehmen das Ganze nur. Und jetzt können Sie sehen, mein Hilfsprogrammmanager ist nicht mehr da, weil der Explorer sich durch diese Änderung jetzt hier auf den Button übernehmen und auf OK geändert hat. Und jetzt sehen Sie, hier ist kein Hilfsprogrammmanager mehr da. Und das geht natürlich auch mit anderen Programmen. Mit WeakUI geht es auch, haben wir es in einem anderen Video vorgestellt. Werden wir auch noch mehr zurückgreifen auf dieses kleine Programm, was unserer Meinung nach relativ super ist, von Windows. Und das geht natürlich auch mit dem Audio-Recorder und natürlich auch mit Windows Vista und Windows 7. Das sind komplett die gleichen Schritte. Ich habe sie nur unter Windows XP vorgeführt, aber das sind exakt die gleichen Schritte. Gut, soviel zum Programmeintrag entfernen im Startmenü. Das war's. Okay.